angefangen mit dem Bau von Harley Flattrack Maschine. Früher habe ich Motocross gefahren, so ein bisschen Erfahrung habe ich schon gehabt. Und dann habe ich angefangen, das Motorrad zu bauen. Es hat etwa 3 Jahre gebraucht. Inzwischen habe ich hier in Europa andere Leute kennengelernt, in Italien, die das auch machen. Dort wird hauptsächlich nur auf kleine Piste gefahren, etwa so 400 Meter. 400 Meter ist ein bisschen klein für die Harley. Ich würde sagen, so ab 600-700 Meter, dann ist man mit der Harley ist man schneller als mit der kleinen Maschine. Auf der kleinen Bahn fahrt man mit Einzylindermotoren und auf der großen Bahn dann mit 2 Zylindern. Komm, jetzt gehen wir mal rüber zu deinem Motorrad. Das ist jetzt dein Motorrad, ha? Ja. Was ist da ein bisschen speziell an dieser Maschine? Also die Flattrack-Maschine, vom Geschicht her habe ich keine Bremse gehabt. Dann habe sie mal eine Hinterradbremse als Notbremse erlaubt. Die wird eigentlich nicht verwendet beim Fahren, nur beim Anhalten nach dem Rennen oder beim Sturz oder so. Die Bahnen, die sind natürlich groß mit großen Kurven, das hat immer viel Schwung. Man startet, also ich starte mit der in meistens im zweiten Gang und schalte dann nach vierter oder nach, also bis am vierten auf der großen Bahn und der Sitz. Vor der Kurve wird nicht mehr geschaltet, es fährt alles im vierten Gang. Da es keine Bremse hat, sind sie vorne relativ weit gefedert, hinten auch eigentlich. Relativ viel Zugstufe, dass es kein High-Siders gibt. Und weiter ist es wichtig, dass die Weichseiten einen guten Grip aufbauen. Also das Dirt Track sieht aus nach Driften, das stimmt, aber das Ziel ist nicht zu driften, das Ziel ist schnell zu sein. Und wenn man nur ein bisschen driftet, ist man am schnellsten. Also es wird ziemlich viel am Fahrwerk gemacht, dass sie so viel wie möglich Grip aufbauen. Weiter sind sie natürlich so leicht wie möglich und gut handlich. Motor ist es wichtig, dass sie gut Drehmoment haben, auch auf der Gerade natürlich, um gute Geschwindigkeit aufzubauen und auch aus der Kurve wieder raus zu beschleunigen, dass es gut brauchbares Drehmoment ist, auch die Drift zu kontrollieren. Und ja, mehr ist eigentlich nicht mehr. Was hat sie leistungsmäßig so? Letzte Mal, als ich auf dem Prüfstand gehabt habe, hat sie 105 Newtonmeter am Hinterrad gehabt. Das sind 1000 Kubikdiesel. Aber jetzt habe ich über den Winter habe ich wieder den ganzen Motor auseinander gehabt. Jetzt habe ich Zündung gebaut und das wird jetzt auch auf Doppelzündung kommen, die auch die amerikanische Rennmaschine haben. Und damit haben wir hoffentlich wieder ein paar PS. Was kostet ein Motorrad in dieser Größe, Klasse? Ich habe nie die Rechnungen zusammengerechnet, weil ich glaube, ich bin verrückt. Also da geht ziemlich viel rein. Alright, gut, merci vielmals.